Wir alle haben von Präventivschlägen gehört, aber von präventiver Strafverfolgung? Muslime in den USA sind empört über die offenbar neueste Taktik im Krieg gegen den Terror. Menschen in eine Falle zu locken, die verdächtigt werden, in der Zukunft Terroranschläge zu planen. Marina Portiana berichtet, dass fast 95% diesbezüglicher Verurteilungen aus Provokationen durch die FBI resultieren. Nach dem 11. September wurden in den USA hunderte Muslime verhaftet, strafrechtlich verfolgt und wegen versuchten Terroranschlägen inhaftiert. Diese neueste Studie zeigt jedoch auf, dass die US-Regierung selbst eine entscheidende Rolle bei der Orchestrierung der meisten sogenannten Terroranschläge spielte, um die Gefahr des einheimischen muslimischen Extremismus aufzubauschen. Die Überprüfung der 399 vom Justizministerium aufgeführten Terrorismusfälle ergab, dass 94% mit präventiver Strafverfolgung verbunden waren. Dies ist eine Praxis, jene ins Visier zu nehmen, die Beamte für prädisponiert halten, ein Verbrechen zu begehen, bevor ein Verbrechen tatsächlich begangen wurde. Die Studie stellte weiterhin fest, dass in einigen Fällen Beschuldigte ins Visier gerieten, nur aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit oder Ideologie. Überzeugung. In anderen Fällen dagegen benutzte das FBI einen Agent Provocateur, um wehrlose Personen zu rekrutieren, mit Geld zu locken und zu nötigen, einen Terroranschlag durchzuführen, der vom FBI selbst vorbereitet wurde. Zum Beispiel lieferte ein FBI-Informant falschen Sprengstoff und instruierte den Beschuldigten. Das nennt man eine Falle stellen. Der 175 Seiten starke Bericht wurde vom Projekt Salam veröffentlicht. Von einer Gruppe, die Unterstützung und Rechtsbeistand für Muslime organisiert. Einer der Autoren sagte mir, dass es ihm durch seine Erkenntnisse schwerfällt, an die Integrität des US-Justizsystems und der Bundesbehörden zu glauben. Sie versuchen, die US-Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es diese große Armee von potenziellen Terroristen gibt und dass sie große Angst vor ihnen haben müssen. Sie überwachen die ganze Welt und diese Überwachung ist für sie sehr wertvoll. Sie können unglaublich viel viele Dinge in Erfahrung bringen und sie zu ihrem Vorteil kontrollieren. Rechtlich wird das Ganze allein durch den Krieg gegen den Terror begründet. Ohne diesen Krieg gegen den Terror hätten sie kein Recht, das alles zu tun. Und deshalb müssen sie den Krieg gegen den Terror in Gang halten. Und sie müssen immer wieder Leute finden, verhaften und einsperren, um Angst zu verbreiten. Denn ohne das alles können sie diese Art der Überwachung nicht rechtfertigen. Und diese Überwachung ist, wie die Öffentlichkeit erfuhr, nicht nur auf muslimische US-Bürger beschränkt. Kritiker meinen, dass ohne öffentlichen Protest gegen dieses von der US-Regierung organisierte Verbrechen dies zu einer geläufigen Praxis werden könnte, um jeden ins Visier zu nehmen. We've all heard of preemptive strikes, but what about preemptive prosecutions? Muslims in the US are outraged by what appears to be America's latest tactic in its war on terror, entrapping people it suspects might plan terrorist acts in the future. Marina Portnaya explains how almost 95% of convictions for this crime are the result of FBI provocations. In a post-9/11 America, hundreds of Muslims have been arrested, prosecuted, and imprisoned for attempting to carry out terrorist attacks. However, this study just released finds that the U.S. government has played a major role in orchestrating most of those so-called terror plots in order to exaggerate the domestic threat of Muslim extremism. When examining the Department of Justice's list of 399 terrorism cases, the study found that 94% of those cases involved preemptive prosecution. That's a practice of targeting those who officials deem predisposed to committing crimes before an actual crime is committed. In some instances, the study finds that defendants were targeted purely for their religious affiliations and ideological beliefs. In other instances, the FBI used an agent provocateur to recruit vulnerable individuals, luring them with cash and coercing them into carrying out a terrorist attack that was set up by the FBI. Now, a federal informant would provide the fake explosives and instruct the defendant on what to do. This is otherwise known as entrapment. Now, the 175-page report was released by Project Salam, a group providing support and legal advocacy for Muslims. One of the co-authors told me his findings make it difficult to believe in the integrity of the U.S. justice system and federal agencies. What they were trying to do was to convince the American public that there is this
large army of potential terrorists that they should all be very, very scared about. They are very much engaged in worldwide surveillance, and this surveillance is very valuable to them. They can learn an awful lot about all sorts of things, and in a sense control issues and to their advantage. And the entire legal justification for that depends on there being a war on terror. Without a war on terror, they have no right to do this. So they have to keep this war on terror going. They have to keep finding people and arresting them and locking them up and scaring everybody. Because without that, they cannot justify the kind of surveillance they're doing. U.S. surveillance, as the public has learned, is not just limited to Muslim citizens. Critics say unless there is public outcry over government-manufactured crime, that too may eventually become common practice to target anyone. Marina Portnaya, RT, New York.